Ich werde immer wieder gefragt, wie ich meine Bilder so schnell und so gut bearbeiten kann oder welche Filmsimulation ich mit meiner Fujifilm benutze. Das erfährst du in diesem Video, also bleib bis zum Ende dran, um meine Lieblings-Fujifilm-Filmsimulation zu sehen. Ich will dich gar nicht so lange warten lassen und dieses Video unendlich lang in die Länge ziehen und dir direkt verraten, welche Simulation ich am meisten benutze. Das ist tatsächlich nur eine und die nennt sich Classic Cuban. Oder wie Ozan Bilgi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sagen würde, Classic Cuban Negative. Diese Filmsimulation ist mit dem Classic Negative Filmprofil von Fujifilm zusammengestellt. Es kann sein, dass ich meine Einstellung noch ein bisschen abgeändert habe zu denen von Ozan. Deshalb werde ich am Ende des Videos nochmal genau meine Einstellung zeigen. Alle Bilder, die ihr seht, sind mit dieser Fujifilm XE4 aufgenommen. Und das Einzige, was ich wirklich ändere bei der Kamera, ich habe die komplett in Automatik zu laufen die meiste Zeit, ist dann höchstens die Belichtung. Und das mache ich oben in diesem kleinen Rad und höchstens immer plus 1 oder nur plus 0,5. Hier siehst du jetzt nochmal ein paar Bilder, die ich mit der Classic Cuban Filmsimulation aufgenommen habe. Alles in der XE4, alles straight aus der Kamera. Also viel Spaß beim Angucken und danach zeige ich nochmal genau meine Settings, die ich in meiner Kamera benutze. So, dann kommen wir direkt mal zu den Settings, auf die ihr alle wahrscheinlich wartet, von dem Classic Cuban Profil. Die Bildgröße und die Bildqualität könnt ihr alle selbst entscheiden, da habe ich nichts zu sagen. Die Filmsimulation, die wir brauchen, wie ich schon gesagt habe, ist Classic Negative. Dann geht es weiter, der Grain Effekt ist bei Strong und Large, den könnt ihr gerne auch auf Small machen oder auf Weak, ich mag es lieber mal ein bisschen mehr. Color Chrome Effect ist auf Strong, Color Chrome FX ist auch auf Strong, Weißabgleich ist auf Automatik. Plus, ihr müsst nochmal raufgehen und den verstellen. Rot plus 4, Blau minus 5. Dynamic Range ist auf 400. Die Tonkurve ist bei den Highlights minus 2 und den Schatten plus 1. Die Farbe ist bei plus 4, Sharpness liegt bei 0. Noise Reduction ist bei minus 4. Clarity ist auch bei minus 4. Clarity muss jeder selbst wissen. Es gibt dem Bild manchmal ein bisschen zu verschwommenen Look. Könnt ihr auch gerne auf minus 3 oder minus 2 stellen. Das war's auch schon mit meiner Favorite Filmsimulation. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß beim Shooten. Ich werde auch nochmal in Zukunft alle meine Filmsimulationen vorstellen in einem separaten Video. Das wird bestimmt ein bisschen länger dauern. Bis dahin, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr so lieb seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Lorenz. Peace.